So, meine lieben Leute, wir machen weiter hier in WoW Vanilla. In der ewigen Warte. Ich muss mal eben ganz kurz schauen, was wir denn jetzt als nächstes am besten machen. Nova Schneeweh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nächstes hier hin muss. Fällt euch auf, dass hier überhaupt gar keine Musik ist? Komisch. Jetzt. War schon ein bisschen verwundert. Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Außerhalb des Eingangs zur Winter. Zur Holzschlundfest in Winterquell, okay. Teufelswald. Von den Quellen angezogen. Was war denn hier das hier? Wo ist das? Trollscheiterbann. Ich weiß nicht, wo der ist. Wilde Wächter. Ich google mal eben kurz. Na, okay. Das müsste hier sein, beim Blutgiftposten. Angeblich. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wie gesagt, wir brauchen auch eigentlich nur noch ein Level. Und dann können wir in Richtung Burning Crusade abdüsen. Es gibt auch einige 70er hier mittlerweile, ey. Nicht, 40. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Doch, es könnten 40 sein. Aber ja, knapp. Sind wahrscheinlich einige auf der Strecke geblieben. Ist ja so, dass die ganze Gilde transferiert hat auf die Burning Crusade Server. Und vielleicht sind einige einfach nicht mitgezogen. Das hier ist halt auch jetzt nicht mehr WoW Vanilla, sondern WoW Burning Crusade, ne? In der Classic-Variante. Dass das sowieso nicht mehr so ist, wie es früher war, das ist ist ja sowieso völlig klar. Ich meine, ihr müsst euch ja nur überlegen, wie schnell allein schon die Leute die neuen Raids hier, was heißt die vermeintlich neuen Raids, clearen. Das schaffen sie innerhalb von einem, also meistens glaube ich schon innerhalb von einem Tag, ne? Also, dass dann schon die erste Gilde irgendwie geclearet hat. Das war ja auch schon in der ersten Version von WoW Vanilla so hier, also in WoW. Ich weiß mal nicht, wie ich das bezeichnen soll. Am besten sage ich WoW Vanilla Classic, ne? Dann ist jedem bewusst, was ich meine. Willkommen. Das Ding ist gut. Ach, guck mal eine an. Aber es ist halt Angriffskraft. Oder unterscheidet man nicht mehr?
Könnte sein, dass, ich muss das nachher mal ausprobieren. Bringt das kunstlos geschmiedete, geschriebene Logbuch zu Kelek Himmelshüter im südlichen Teil. Bleibt sauber! Also hier irgendwo. Ich überlege, ob ich mich gleich zurück teleportiere und dann den Flugmeister nehme. Könnte schneller gehen, ne? Guckt euch das an. Meine Maus hat momentan Probleme. Es kommen manchmal Doppelklicks, obwohl ich gar keine Doppelklicks mache. Es ist sehr nervig. Warte mal ganz kurz. Ich müsste das hier eigentlich... Hier die Doppelklickgeschwindigkeit. Ach, ich weiß es nicht. Ob es das jetzt war? Na, das Ding ist auch gut, ne? Aber nicht so gut wie das, was ich habe. 2 Gold, 64. Ja, Platz ist immer am meisten. Cash in the Tash. Ja, und hier gibt es jetzt auch die Geisterperlen-Quest. Ich werde mich jetzt nicht zurück teleportieren, ich werde latschen. Lass mich mal eben ganz kurz hier trotzdem mal ganz kurz gucken. Worte des Oberhäuptlings. Ja. Der ist da, wo ich gesagt habe, hier, beim Smaragdrefugium. Ich denke, dass ich danach dann auch hier abdampfen werde. In Richtung, ja, vielleicht Silithus oder so. Jetzt, wobei, ja, ich kann, eigentlich müsste ich noch ein bisschen zumindest hier bleiben. Ach Gott. Runenstoff, habe ich 30? Hab das letztens alles wieder zurückgeschickt, ne? Ja. Jetzt hätte ich mal den Runenstoff gebraucht. Also ich hätte mich hier auch durchprügeln können, damals. Auf jeden Fall. Hier müsste es auch eigentlich irgendwo einen Rüstmeister für die Holzschlundfeste geben, aber... Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. So, gebe ich jetzt als erstes die Wilde Wächter-Quest ab. Also erstmal jetzt hier zum Blutgiftposten und vom Blutgiftposten dann zum Smaragd-Refugium. Und dann wieder nach Winterquell. Das kann ich dann aber auch mit dem Teleport machen. Und dann muss ich mal zusehen, dass ich hier in diese Richtung gehe. Flüsternde Schlucht, denn dort sind die Elite-Riesen, die wir erledigen müssen.
Ich hatte ja erzählt, dass ich so ein paar Probleme mit meinem neuen PC hatte. Das letzte Mal, dass ich irgendwie über PC-Probleme geredet habe, das ist bestimmt 8-9 Jahre her, da hatte ich Festplattenprobleme mit meinem alten PC. Und ja, seitdem hatte ich diesen PC eigentlich auch. Ich hatte dann mal irgendwann eine SSD da eingebaut, damit es schneller ging. Das war halt damals, da waren die SSDs noch was ganz, ganz Neues und was Tolles. Und ja, ich weiß gar nicht, seit wann ich diesen letzten PC von mir hatte. Das ist schon lange her. Ich habe da mal dann irgendwann eine neue Grafikkarte reingetan, weil die alte irgendwie den Geist aufgegeben hatte. Ich hatte das, glaube ich, damals auch erzählt, dass ich die dann gebacken habe. Ne? Ich habe die Grafikkarte tatsächlich, also die hat nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich die Grafikkarte gebacken. Habe die irgendwie bei 40 Grad oder so im Backofen für eine halbe Stunde oder so gelassen. Und dann hat das irgendwie danach wieder funktioniert. Angeblich, ja, ich glaube, dann schmelzen irgendwelche Kontakte und fügen sich irgendwie wieder zusammen. Dass das irgendwie so funktioniert, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall war mir das dann nicht geheuer und ich habe die... Hatte die dann irgendwie abgestoßen, hab die dann, glaube ich, nochmal verkauft, weil sie hat ja dann wieder funktioniert und hab mir dann eine neue Grafikkarte geholt. Die damals auch echt teuer war. Und das war die GTX 1070? Kann das sein? Ich glaube, es war. Oder 1060 war es. Eine von den beiden. Und die war damals echt gut. Also da, das war schon was Ordentliches. Aber mein PC hat halt hier und dort echt rumgemuckt und ich hatte mir jetzt halt auch einen neuen 4K-Monitor geholt und spätestens da wäre dann Schluss gewesen, weil mit dem alten PC hätte ich einfach nicht mehr auf dem 4K-Monitor irgendwelche Sachen darstellen können. Deswegen habe ich dann Rundumschlag Erneuerung gemacht und dazu ist dann auch zu dem neuen PC gekommen. Und ich habe mir diesen Razer von Aldi geholt, der dann bei dem Aldi Online Shop verfügbar war im Mai, Ende Mai. Habe ich aus zweiter Hand geholt. Die habe ich dann nochmal 100 Euro günstiger bekommen. Entschuldigung. Es ist tatsächlich schon spät. Auf jeden Fall habe ich den dann günstiger bekommen. Bleib bloß da. Und war auch eigentlich jetzt damit ganz zufrieden. Dann hat sich halt nach und nach herausgestellt, dass der PC unter Freezes leidet. Das heißt, beim Spielbetrieb, beziehungsweise ich spiele ja eher seltener auf dem PC, sondern tatsächlich arbeite ich zumeist damit, mache irgendwelche Desktop-Anwendungen und so weiter. Und der ist dabei regelmäßig eingefroren. Besonders ärgerlich, wenn man irgendwie mit Word-Dokumenten unterwegs war, wenn dann der PC plötzlich eingefroren ist. Das ging gar nicht. Und es gibt, das ist wohl ein bekanntes Problem von diesen Razer Medion Computern. Und ich kann euch deswegen nur wärmstens empfehlen, euch da vorher zu informieren, solltet ihr mal irgendwie auf ein Aldi-Angebot zurückkommen. Gerade diese Razer-PCs, diese X10 und X20 heißen sie irgendwie so, Razer Hunter, irgendwie sowas. Ich weiß gerade echt nicht die genaue Artikelbezeichnung. Da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, weil die haben das alle. Und, das Problem ist anscheinend, dass die dort ein scheiß Mainboard reingebaut haben. Und durch irgendwelche Veränderungen im BIOS oder so lässt sich das nicht beheben, sondern muss tatsächlich das ganze Mainboard ausbauen und durch ein neues ersetzen. Medion hat sich bis jetzt geweigert, da irgendwie, beziehungsweise sie sagen, sie prüfen das die ganze Zeit und verweigern irgendwie so eine richtige Stellungnahme. Verweisen immer darauf, ja, unsere Technikabteilung, die überprüft das. Ja, Pustekuchen. Das war jetzt schon vor 3 Wochen. Du kannst sie natürlich einschicken, aber anscheinend, ich bin halt in diesem Forum da unterwegs und das, was die Leute da so sagen, ist, dass sie den eingeschickt haben, der kam dann nach 3 Wochen wieder und die Freezes kommen nach kürzester Zeit wieder. Weil es ist halt einfach das Mainboard. Das haben dort verschiedene Leute bestätigt. Die haben das Mainboard dann auch ausgebaut und durch ein neues getauscht. Und seitdem funktioniert das. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir ein neues Mainboard geholt. Ist natürlich scheiße für die Garantie, die damit weg ist. Man kann vielleicht noch versuchen, die irgendwie, das, falls mal irgendwann irgendwas damit sein sollte, das alte Mainboard einzubauen und dann irgendwie den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und zu hoffen, dass es all die irgendwie nicht merkt.
Ich meine, man hat ja nichts wirklich kaputt gemacht oder so. Man hat quasi, ja eigentlich, man hat einfach nur, ja, eine neue Steuerungseinheit da reingesetzt. Ja, wenn man sagt, das Mainboard ist irgendwie diese Steuerungseinheit. Auf jeden Fall habe ich jetzt überhaupt gar keine Probleme mehr und das seit über einer Woche. Es war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, ein Mainboard zu tauschen. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich in meinem Leben schon alles an dem PC mal selber irgendwann ausgetauscht. Ob es jetzt Mainboard ist, Grafikkarte, SSD, alles. Ich nur CPU. Alles habe ich es ausgetauscht. In Frieden. Das heißt, ich werde meinen nächsten PC wahrscheinlich auch selber dann zusammenbauen. Das habe ich mich früher immer nicht getraut, aber mittlerweile glaube ich einfach nicht, dass das so schwer ist. So, Schaden. ...204 bis 259. Das geht schon höher, ne? Das sieht auch nicht... Ja, aber das ist auch Distanz. 214 bis 269. Ich glaube, das war nur ein Classic so. In Vanilla so. Mit Burning Crusade ist das, hat sich das verändert. How? Ja, praktisch. Jetzt ist das Ding natürlich wirklich klasse. Geht mit der hier. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Gut, ist jetzt nur noch für ein Level nützlich. In Burning Crusade gibt es ja relativ schnell bessere Sachen. Auf jeglichem Slot. Aber da sind wir ja noch nicht. Obwohl wir jetzt in dieser Folge eigentlich nur mit Quests abgeben beschäftigt waren. Haben wir trotzdem jetzt hier schon ein Viertel voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sogar mehr als ein Viertel. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das mit dem Mainboard halt auch vergangenes Wochenende gemacht. Und seitdem top. Ich hatte am Anfang wirklich ein bisschen Bauchschmerzen, habe mir da auch alle möglichen Fotos gemacht. Der Kabellage, wie die im ursprünglichen Mainboard befestigt war. Aber es ist eigentlich wirklich alles selbsterklärend. Das Gute ist auch, dass mein neues Mainboard jetzt viel mehr Ausgänge hat. Also das alte, das von Medion, was da eingebaut wurde, das hatte wirklich nur das Allernötigste. Mein neues hat jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr Möglichkeiten. Unter anderem vor allen Dingen auch einen optischen Ausgang, einen Optical Output. Für so ein optisches Audiokabel, damit ich hier meine Teufelanlage anschließen kann, die ich mir damals, keine Ahnung, ich glaube, es war noch vor meinem Abi gekauft habe. Ich würde tatsächlich sagen, dass es meine beste Investition war, die ich mir jemals irgendwie so an Elektroartikeln gekauft habe, weil ich die jetzt wirklich schon so lange habe und die nach wie vor einfach gut finde. Meine schöne Teufelanlage. Die ist auch wirklich uralt. Die war dann irgendwann mal kaputt, weil die irgendwie überhitzt ist. Ich hatte dann irgendwann mal eine Hausparty bei mir gemacht, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe vor... War bestimmt 2008, 2007, 2008, also 14. 14 Jahre kann das fast her sein. 13 meine ich. Vielleicht sogar 14, vielleicht fast auch 2007. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so um den Dreh. Vielleicht war ich schon 18 oder ich war auch noch war unter 18, ich weiß es nicht. 17, 18, irgendwie so um den Dreh. 2007, 2008, 2009. 19 war ich nicht. Ja, ist auch egal. Da hatte ich auf jeden Fall eine Hausparty und da haben wir die Anlage draußen aufgebaut und richtig krass aufgedreht. Und da muss die irgendwie überhitzt sein. Auf jeden Fall hat die danach den Geist aufgegeben. Und ich hatte dann den Teufelkontakt, den Teufelsupport da angeschrieben.
Und die haben mir das ganz easy ersetzt. Ich weiß gerade gar nicht, ob es die. Ob es der Subwoofer. Ich glaube, es war der Subwoofer, der kaputt war. Habe ich dann auch ganz einfach einen neuen bekommen. Das Ding ist halt, wenn man den Subwoofer irgendwie auf volle Pulle stellt und dann auch noch volle Lautstärke macht, also volle Bassauslastung und dann noch volle Lautstärke, dann wird er halt mega warm, wenn der irgendwie ein paar Stunden läuft. Und das ist natürlich, ja, das macht er dann nicht mit. So. Hier waren irgendwo die mondbestrahlten Eulen. Das weiß ich. Tobende. Da sind sie nicht. Ich glaube, die waren hier irgendwo. Ach, wir brauchen ja auch noch den scheiß Eisbären, ne, den wir nicht gefunden haben. Wo wir im letzten Part gefühlt 20 Jahre gesucht haben. Ich vergaß. Bin ich doof? Ich hatte in Erinnerung, dass die euren Bestien hier waren. Ne. Boah, meine Augen jucken schon wieder. Ich habe so krass Allergieprobleme. Ihr könnt es euch nicht ausmalen. Es ist richtig ätzend. Ich kriege auch manchmal am helllichten Tag richtige Niesanfälle. Augenjucken, Niesanfälle, es ist einfach absolute Seuche. Das sind sie. Aber da bin ich ja nicht mit alleine, auch wenn es ein kleiner Trost ist. Bleib bloß da. Dämliche Chimäre, ey. Jetzt wissen wir auch, warum sie mondbestrahlte Eulenbestien heißen. Eisenfedern. Das ist zu weit entfernt. Jetzt schwören kommen, die kommt gleich auch an. Was jetzt auch im Endeffekt getan ist. Das ist übrigens eine wahnsinnige. Problem ist, ich kann immer nicht Pet-Heilung wirken, solange mehrere Targets auf meinem Pet sind, weil ansonsten kriege ich von den Targets, die mein Pet gerade nicht fokussiert, sofort Aggro. Oder nicht sofort, aber ziemlich schnell. Riesenei. Da haben wir noch eine. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir hier, dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den Ursius nicht finden werden. Ich brauche mehr Mana. Hoch liebe die Mute-Funktion von OBS. Ich habe gerade richtig krass genießt.
konnte mich dann gerade erstmal schön muten. Man hört es mit Sicherheit auch an meiner Stimme. Ich überlege gerade auch, ob ich eine Cetirizin einschmeiße. Ich glaube, das mache ich auch. Komm. Ich lasse euch jetzt hier eben kurz mit dem Kampf alleine. Und ich schmeiße mir eine Cetirizin ein. Bis gleich. So, Reh. Tut mir leid für die Unterbrechung. Ich hatte natürlich auch noch gerade den Fehler gemacht, dass ich die ganze Zeit mit offenem Fenster gesessen habe. Ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig. Also nicht, weil es irgendwie kalt ist, sondern weil halt, ich glaube halt einfach die ganze Zeit diese pollenhaltige Luft hier reinströmt. Und das ist natürlich ungünstig. Was momentan auch nicht wirklich klar geht für mich, sind diese massiven Wetterumschwünge. Also, sagen wir es mal so, ich war vor kurzem noch mal ganz knapp davor, bei uns die Scheißheizung anzumachen, vor 2 Wochen. Und jetzt ist es wieder so dermaßen scheißen heiß, dass ich mir am liebsten die Haut abziehen würde. Es wird nachts wieder nicht unter 20 Grad kalt und es ist halt einfach ätzend. Es ist ätzend und mein Staatsexamen rückt immer näher. Heißt, ich muss auch eigentlich richtig lernen. Was mir natürlich bei kaltem Wetter sehr viel einfacher fallen würde, als bei diesem scheiß schwülen Wetter. So, es ist einfach so. Ich habe zwar noch ordentlich Zeit, noch ein knappes halbes Jahr. Eigentlich eher noch gute 5 Monate, das ist besser gesagt. Was auf Anhieb echt nach echt viel klingt. Ja. Das sind über 150 Tage. Das ist nicht wenig. Aber für den Stoff, den man können muss und für den Stoff, den ich bis jetzt kann und nicht kann, es ist nicht viel Zeit. Das kann ich euch hiermit ganz offiziell bestätigen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich die ganze Zeit diese Berserker-Eulenbestien erledige. Ganz einfach. Damit wir hier nicht die ganze Zeit so dumm rumstehen und gar nichts machen. Während wir diese Laser-Eulen hier versuchen zu finden. Und vielleicht droppt ihr ja mal ein Ra. Hier ist jetzt auch wieder gar nichts. Ah, da hinten. Das ist eine Wahnsinnige. Die Wahnsinnigen sehen eigentlich fast genauso aus wie die Bestrahlten. Fast jedenfalls. Das sind alles die Falschen. Das ist doch noch eine komische Höhle, WTF. Das ist auch egal.
Und wenn ich mich hier einfach noch den Weg hochgrinde, soll mir doch recht sein. Zack. Was ist denn das für eine dämliche Höhle hier? Das ist echt Silber. Jetzt bin ich mal ganz... gerade ganz dumm. Echt Silber kann ich auch noch nicht abbauen. Es ist so ärgerlich. Ah, warum denn nicht? Der versteckte Hain. Was ist denn hier versteckt? Eine Truhe, hoffe ich mal. Das sind auf jeden Fall mondbestrahlte Eulenbestien. Das ist ja mal interessant. Mysteriöses, unausgebrütetes Ei. Was kommt da raus? Eine Mini-Eulenbestie als Pet? Damals gab es noch gar keine Pets. Ich glaube, das kann er gar nicht. Wann hat Blizzard das Battle Pet-System eingefügt? Den Pokémon-Verschnitt. Ich kein Echtsilber abpacken kann, ne? Das ist auch Betrug. Also, gut, es ist jetzt ein versteckter Hain, aber jetzt so die Überraschung ist hier nicht. Übrigens, wenn ich mal immer so 10 Sekunden nichts sage, dann liegt das daran, dass ich mich gerade mute und mal wieder schnäuze. Also, ich habe gerade einen Taschentuchverbrauch einer Großfamilie. Aber besser als die ganze Zeit hier immer die Nase hochzuziehen, das finde ich immer ganz unangenehm. Wenn man die Nase hochzieht. Ah, jetzt ist auch noch mein Pet unzufrieden. Ich habe nicht zu wenig zu essen. Ganz ehrlich, diese scheiß wahnsinnigen Eulenbestien, die sehen genauso aus wie diese bestrahlten. Ich sehe da keinen Unterschied optisch. Könnte natürlich auch wieder an meiner Farbenblindheit liegen. Ja, die wollen wir sowieso auch. Nee, doch nicht. Doch. Ja, der Unentschlossene. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der absolut Unentschlossene.
kriege ich wahrscheinlich jetzt den ersten Mondstrahl ab. Nehmen wir erst den zweiten. Wow, der hat verfehlt. Das muss man sich auch mal vorstellen, ey. Ist das da hinten eine? Ja. Da hinten ist noch eine. Ja, das ist WoW Vanilla. Oder sagen wir mal eher so, das sind die WoW Vanilla-Gebiete. Was ich ein bisschen schade finde, wenn wir jetzt demnächst in die Burning Crusade-Gegend kommen. Die Burning Crusade-Gebiete habe ich eigentlich auf meinem Retail-Account komplett schon aufgenommen. Also, ich glaube, Burning Crusade haben wir komplett durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, über welchen Zeitraum das war. Aber da habe ich mich wirklich um jedes einzelne Questgebiet gekümmert. Natürlich auf der Allianz-Seite. Wie das auf Hordenseite aussieht, weiß ich nicht. Aber da wird es natürlich auch sehr viele Quests geben, die sich natürlich überschneiden, die für Horde als auch für Allianz verfügbar sind, weil es so genannte neutrale Quests sind. Also grundsätzlich habe ich durchaus Spaß an sowas. So zu grinden und Level zu farmen, aber ja, so jetzt gerade hier diese Eulenbestien, das ist nicht die Crème de la Crème, was den Spaß angeht. Weil es halt einfach, es ist zähflüssig. Ja, es ist wieder, Blizzard hat es wieder so geschickt eingefädelt, von diesen mondbestrahlten Eulenbestien gibt es halt wieder gefühlt am allerwenigsten. Ich habe jetzt natürlich noch den Vorteil, dass ich hier alleine bin. Aber stellt euch mal vor, hier wäre jetzt noch ein zweiter oder ein dritter Spieler. Und dann hätten wir hier richtig Torbu um diese scheiß Eulenbestien. Ja, jetzt hier auf einmal beschwert, vier Stück auf einem Haufen. Ne? Auch das muss man auch mal sich vor Augen führen. Ich hatte heute Abend auch überlegt, entweder nehme ich Gothic 3 auf oder WoW. Ich nehme momentan tatsächlich nur das auf, worauf ich Spaß habe. Worauf ich Spaß habe, was mir auch in dem Moment wirklich Spaß macht, nicht so nach dem Zwang, oh, ich habe jetzt lange nicht mehr Gothic 3 aufgenommen, jetzt muss ich Gothic 3 aufnehmen, oder oh, ich habe jetzt lange nicht mehr WoW Classic aufgenommen, ich muss jetzt WoW Classic aufnehmen. Einfach danach, wo mir der Sinn nachsteht. Und es war wirklich schwer, weil Gothic 3 mir momentan echt viel Spaß bereitet. Aber ich habe halt auch die Motivation hier in WoW jetzt irgendwann mal in die Burning Crusade Gebiete vorzustoßen. Und entsprechend war das dann hier der Hauptmotivator, heute mal wieder WoW aufzunehmen. Außerdem muss man hier ja einigermaßen aktiv sein. Denn every Wednesday, all accounts inactive for longer than 2 weeks will be booted from the guild. Please note your vacations. Alls etc. Ach, hier kann ich das dann auch, kann ich das dann sogar markieren bei mir, bei einer Notiz. Ja. Erledigt. So. Ja, den könnte ich jetzt auch nochmal erledigen.
Sind wir endlich da, Yeti? Im Südosten. Hier irgendwo. Ja. Dann schaue ich jetzt nochmal kurz nach diesem Ursius, ob ich den scheiß Bären finde. Aber eigentlich habe ich damit ab... Oh, ich dachte gerade, das wäre er. Der sah von hinten so ein bisschen dicker aus. Dachte ich, oh, das könnte doch sein. Aber pullen, das funktioniert natürlich wieder. Es ist, wie gesagt, ein fetter Bär. Der ist optisch abgrenzbar von den anderen Splitterzahnbären. Weil er halt eben ein bisschen korpulenter ist. Wahrscheinlich bewegt er sich träger. Ach, ja, aber bis jetzt, ich habe ihn mir am letzten Part wirklich längere Zeit gesucht, keine Spur. Und das ist belastend. Ja, alles. Das war auch irgendwie komplett klar. Ist irgendwie erst in eine falsche Richtung gelatscht und dann ist sie plötzlich mit so einem absoluten Topspeed zurückgerast. Und dann hat er mich gepult. Was das sollte, verstehe ich auch nicht. Ich habe mir letztens auch mal wieder meine alten Gothic-Parts angesehen. Also ich bin ja sowieso jemand, und da merkt man einfach mal wieder, dass ich tatsächlich auch diese Videos für mich mache. Ich schaue mir gerne alte Let's Plays von mir an und schwelge dann so ein bisschen in Erinnerung. Was habe ich damals gemacht? Wie war meine Stimmung? Ja, und da habe ich halt jetzt mal wieder die Gothic-Parts rausgepackt und habe mir die mal ein bisschen angesehen. Und ja, das ist halt einfach ein geiles Spiel. Gothic 1 und Gothic 2, das sind wirklich Spiele, die haben mir viele schöne Stunden beschert. Also wenn ich mich wirklich für ein Spiel entscheiden muss, das für mich wirklich den Titel bestes Spiel, das ich bis jetzt auf dieser Welt gespielt habe, wenn ich diesen Titel vergeben müsste, dann würde diesen Titel Gothic bekommen. Wahrscheinlich sogar eher Gothic 2 als Gothic 1, weil Gothic 2 irgendwie noch ein Stückchen fantasievoller ist. Aber Gothic 1 ist auch absolute Klasse. Für mich ist Gothic 1 immer noch mal so ein Stückchen düsterer als Gothic 2. Aber was natürlich wirklich absolut top ist, ist diese Atmosphäre in den Wäldern von Gothic 1. Das ist richtig klasse. Generell sind diese Spiele, also Gothic 1 und Gothic 2, atmosphärisch absolute Killer. Also vor allen Dingen, was mir halt auch einfach so gut an diesen Spielen gefällt, man kann sie immer wieder spielen. Sie sind immer wieder gut. Ja, ich könnte jetzt von heute auf morgen sofort anfangen, wieder Gothic 1 und dann Gothic 2 zu Let's Playen. Wäre gar kein Problem. Hätte ich mega Bock drauf. Ob ihr es glauben könnt oder nicht. Ich habe sogar letztens wieder drüber nachgedacht, mit einem Gothic Let's Play anzufangen. Aber das macht halt keinen Sinn, weil ich habe ja einen Gothic Let's Play gerade laufen, Gothic 3. Und ich möchte das auf jeden Fall zu Ende bringen. Und es ist halt gerade auch wirklich ein Spiel, was mir wirklich Spaß macht. Wenn ihr es mitverfolgt, dann wisst ihr, wir sind gerade in Varant. Das ist da so eine Wüstenregion. Das macht richtig viel Bock. Also, Gothic 3 ist ein Spiel, das braucht, bis es anläuft. Bei mir ist es angelaufen und jetzt macht es halt echt Fehz. Am Anfang halt ein bisschen träge. Da denkt man sich, ist das wirklich so gut? Und man fängt in diesem Spiel an und
hat schon Ausrüstung und man ist mitten irgendwie, man wird mitten in die Action reingeworfen. Ja, ist gut. Ist schön, schön gemacht. Schön, schön Machiavellisch. Machiavellschick. Kannst mir mal den Popo runterrutschen, ey. Keine Ahnung, warum er nicht erledigt hat. Vielleicht sucht er den auch. I don't know. Richtiger nerviger Hund. Keine Ahnung, was den dazu bewegt hat. Aber ich werde jetzt eh diesen Ort verlassen. Weil ich ihn nicht gefunden habe. Wie gesagt, es besteht halt natürlich die Chance, dass der den auch sucht. Angst davor hat, dass ich den vor ihm finde, erledige und er ihn dann und ihm dann der. Ach komm, ehrlich! Ein Hit! Das lädt immer noch. Diese Bären sind ganz fürchterlich. Man und ich gefühlt bei jedem Schlag instant ab. Wenn es auf jeden Fall so ist, dass er wirklich Angst hat, dass ich ihm den Bären wegnehme, dann kann ich es verstehen, dann hätte ich ihn auch getötet. Aber kann auch einfach sein, dass es jemand war, der Langeweile hat. Aber er war halt mindestens Stufe 67. Wahrscheinlich eher so ein 70er, so schnell wie der mich umgepustet hat. Spricht halt eher dafür, dass der hier irgendwas zu tun hat. Aber was das sein soll... Vielleicht sucht er auch hier. Ich glaube, man kann ja auch diesen Winterquell-Tiger irgendwie zusammen farmen. Ne? Ich glaube, wir haben das auch mal gemacht mit unserem Retail-Account. Aber ja, ich weiß gar nicht. Aber doch, das müsste jetzt schon gehen. Ne? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man dafür eventuell, ob das erst später ging, in einem späteren Addon. Aber ich meine, das ging jetzt schon. Er hat jetzt diesen Winterquell. Tiger eingeführt. Südöstlich. Ich denke, hier sind die Yetis. Oh, jetzt fahren wir hier auch noch. Helvede! Ich habe auch noch das Gefühl, dass ich die ganze Zeit überall Mückenstiche habe. Ach, seht ihr? Diese Bären. Jetzt haben wir noch einen zweiten. Yes. I love bears. Räudige Kreaturen, ey. Wenigstens gibt es hier unverwüstliches Leder, das auch schon mal mehr wert war. 39 Silber ist ein Witz. Das war schon mal bei... ich muss mal was ganz kurz nachgucken. Aber an einer anderen Stelle. Da muss ich das nämlich gleich nicht am Ende machen.
Looking for healer plus two mages in Blizzforge Away Farm. So. Heiltrank nicht losgeworden. Frostsäbler-Tunika nicht losgeworden. Kriegsbärenleder nicht. Chimärenleder nicht. Riesenei nicht. Aber jetzt. Runenstofftasche. Sind wir losgeworden. Eisenerz. Riesenei. Robuster Stein. Runenstoff. Erheblicher Mana-Trank. Unverwüstliches Leder. Seht ihr mal. 17 Gold. 11 Gold. Vitrierz. Dickes Leder. Wow. Unfassbar, ey. Ja, dieses scheiß Rezept, ne, tue ich jetzt auf die Bank. Seid gegrüßt. Macht halt keinen Sinn, das immer wieder reinzustellen für teuer Gold. 4 Silber. Echt, das ist nix, Leute. Friede sei mit euch. Gut, das ist vielleicht was wert. Versuche ich das Ding reinzustellen, ne? Aber ansonsten. Seid gegrüßt. So. Keine Ahnung, ob das was geht wird. Geht mit der Erdenmutter. Na, das wollte ich jetzt eben mal kurz nachschauen. Hat sich ja gelohnt. Dass wir vor allen Dingen wieder diese dämliche Tasche losgeworden sind, ne? Es ist einfach nur ein Rätsel. Das ist halt echt Free Gold. Was kostet das Rezept beim Händler? 70 Silber oder so? Verkaufst das fürs 20-fache. Das nenne ich mal eine Marge. Klar, man muss nochmal die Kosten für das Auktionshaus bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind. Bei eBay sind es ja 10%. Ich weiß nicht, ob sich das Auktionshaus da orientiert. Übrigens, ich finde das schon bei eBay richtig krass. Also 10% Auktionsgebühr. Da kann man sich vorstellen, wie viel eBay da verdient. Das ist ja auch eBays Hauptstrategie mittlerweile, ne? Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist Geld verdienen mit diesen Provisionen. Ich dachte mal, also früher war es mal so, dass die wirklich ihr Geld damit verdient haben, dass man wirklich was dafür bezahlen musste, dass man eine Auktion reinstellt. Aber mittlerweile ist es ja wirklich fast nur noch, dass man die Sachen eigentlich für umsonst reinstellen kann. Nur bei Verkauf kriegt Aldi dann irgendwie so eine Provision. Aber diese Provision, die beträgt halt einfach 10%, ne? Ich glaube aber, die hat eine Obergrenze. 150 Euro, 200 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Aber reicht ja aus. Wie viel Geschäfte über eBay wirklich abgewickelt werden. Für viele Reseller ist ja auch, wenn man sich mal so ein bisschen mit der Reseller-Szene beschäftigt, für viele Reseller ist ja eBay auch wirklich diese Haupt-Trading-Plattform, womit die dann wirklich ihre Reselling-Geschäfte betreiben. Dann bin ich hier überhaupt richtig. Eisdiste. Patriarchen. Okay, die sind in einer Höhle. Ich muss näher ran. Die Matriarchen, die brauche ich nicht. Die Matriarchinnen meine ich natürlich. Das weibliche Gegenstück vom Patriarchen. Ich kann das nicht plündern. Müsste da oben sein, ne?
Ja, wir haben in dieser Folge ein halbes Level geschafft. Das ist nur mäßig gut. Und das, obwohl wir jetzt wirklich mittlerweile wieder doppelt Erfahrungspunkte bekommen. Ne? Also ich war jetzt ja... Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Aufnahme hatte. Wie gesagt, ich nehme jetzt ja immer seltener auf, dafür dann immer am Stück. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich die letzte Folge aufgenommen habe. Boah, es ist so heiß bei uns. Ich muss mal eben kurz gucken. Bam. Was ist, Braunschweig. Ich kann das nicht plündern. Braunschweig. Grad, ey. Und das wird heute auch nicht mehr besonders viel kälter. Geil! Wie ist denn morgen? Soll es regnen, aber es wird auch immer noch warm bleiben. Na, kommt er zu mir? Nö. Und mit diesem Freeze sind sie natürlich auch ein bisschen kritisch, ne? Wenn der Freeze ungünstig kommt und mein Pattern einfriert, bevor der irgendwie spotten konnte, dann kriege ich halt instant die scheiß Agro, ne? Ich hoffe übrigens mal, dass ich hier richtig bin, aber ich denke mal. Ich kann das nicht plündern. Da sind sie. Was ich dann nachher noch herausstellen muss, ist, wie die Drop-Chance von diesen Hörnern ist. Den werden wir übrigens safe pullen. Kann man schon drauf freuen. Übrigens, beides stinknormale Yetis. Nicht die, die ich brauche. Boah, ist das nervig. Die machen anscheinend irgendwie so eine Fleischwunde hier. Nee, nur sehen, das ist keine Blutungswunde. Ja, jetzt wird sich herausstellen. Droppt er das Horn direkt am Anfang? Oder nicht? Tut er nicht. Mein Mana ist zu niedrig. Und er friert auch ein. Ich bin außer Reichweite.
Ja, das war halt die Situation, die ich vorhin beschrieben hatte. Wenn er einfriert, bevor ich hitte. Wenn er einfriert, nachdem ich nochmal. Wenn er einfriert, bevor mein Pet gehittet hat. Das ist schon eine komplizierte Angelegenheit um 23.43 Uhr. Ja, dafür haben wir jetzt 2 Yeti-Hörner bekommen. 2 Stück. 3 Tries. Das nenne ich mal eine gute Quote. Jetzt sofort Argo. Weiß gar nicht, habe ich irgendwie... Kann ich noch nicht wirken. Habe ich gerade irgendwie einen Crit oder sowas? Normalerweise kriege ich eigentlich nur Argo, wenn ich einen Crit reinhaue. Denn bevor mein Pet eingefriert wird, mindestens einmal hittet es ja, oder? Ich meine, manchmal, meistens riecht es dann Knurren nicht mehr durch, aber der Hit. Irgendwie hatte ich so in Erinnerung. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Was heißt eigentlich nochmal Matriarchin? Ältestes weibliches Familienmitglied. Also so ein bisschen wie das, ja, es ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe, das weibliche Gegenstück vom Patriarchen. Und, insgesamt nennt man das anscheinend das Matriarchat. Ne? Nee, das Matriarchat ist einfach das, was mütterliche, was hier diese Abstammung mütterlicher Linie betrifft hier. Genau, Beziehungen über die Abstammung der mütterlichen Linie organisiert sind. Also es gibt das Matriarchat und das Patriarchat und das ist halt das Gegensätzliche dann. Aber wie das dann genau inhaltlich geregelt ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Matriarchat nicht der Überbegriff für Matriarchin und Patriarch. Das ist es nicht, was ich am Anfang eben ganz kurz gesagt habe. Es ist Blödsinn, sondern einfach das eine ist die weibliche Seite, das andere die männliche Seite. Wenn man sagt, es gibt einen Patriarchen der Familie, dann könnte man auch sagen, es gibt eine Matriarchin. Ein Matriarch, den gibt es nicht. Da macht Gendern dann ausnahmsweise mal keinen Sinn. Es gibt keine Patriarchin. Ja. Es gibt eine Matriarchin. Aber keine Patriarchin. Schön, dass es auch mal Wörter gibt, bei denen Gendern gar keinen Sinn ergibt. Es ist eigentlich auch nicht ganz nachvollziehbar, warum es sowieso sowas geben muss wie Gendern. Warum wir nicht irgendwie komplett eine neutrale Sprache haben. Aber ganz ehrlich, wer stört sich denn daran, wenn man sagt, der Arzt und nicht die Ärztin? Keine Ahnung. Der Arzt, kann das nicht irgendwie neutral sein? Ich weiß auch gerade gar nicht genau, wie es in anderen Sprachen ist. Im Englischen. Das sagt man, gibt es ja auch nicht. Ist doch, glaube ich, kein Gendern, oder? Ach, was weiß ich. So, das ist auf jeden Fall die Schlucht, zu der wir noch müssen. Ich weiß gar nicht, wie es hier runtergeht, Leute.
weiß gar nicht, wie es hier runtergeht. Ich glaube, wir müssen da gar nicht runter. Wir müssen hier in zu flüsternden Schlucht. Hier sind dann auch plötzlich dunkle Bären, Braunbären. Toll, wird die Gesplitterzähne. Ach, du liebe Güte. Ja, nice. Brennende Legion oder was? Nee, danke. Klingt direkt nach Teufelswald. Beziehungsweise nach Pestländer. Dann müssen wir doch in diese Schlucht da rein. Hier diese Riesen, die müssen wir erledigen. Und die droppen diese Splitter. Ist aber durchaus möglich, dass wir die gar nicht besiegen können. Weil die zu viel Schaden machen. Das ist ja Level 59, würde mich nicht wundern, wenn wir die nicht packen. Das nicht plündern. Probieren. Geht über studieren. Scheint zu funktionieren. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Genug Mana. Mein Mana ist zu niedrig. Sehr knapp. Aber das Ding droppt halt auch zu 100% anscheinend, ne? Ja, denke ich, mache ich. Ja, wenn ich finde, es bei einem schon geklappt hat. Was halt gut ist, die sind sehr langsam. In der Zeit kann ich immer gut heilen. Also das war jetzt auch nicht das Maximum, was ich da rausholen konnte. Ich hätte den zum Beispiel auch nochmal eine Frostfalle stecken können. Es sei denn, er resistet, das weiß ich nicht. Und dann hätte mein Pet nochmal heilen können. Also ich denke, das könnte funktionieren. Na gut. Liebe Leute, ich beende den Part an dieser Stelle. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Da machen wir hier weiter bei der Frosthauchschlucht. Und ja, macht's gut bis dahin. Ciao, Kakao.